Auf der Vorführanlage der Firma Regner wurden Echtdampfloks der Spurgrößen 1 und 2 vorgestellt. Hervorragende Anlagengestaltung bot die Spur 0E Feldbahnanlage Klein-Ettenheim von Herrn Helms. Die Segmentanlage des MEC Mittelschmalkalden zeigte den Bahnhof Ladungen nach 1950. Auch hier hervorragende Anlagengestaltung und vorbildnaher Betrieb. Da gibt es eine Eisenbahn-Romantik-Sendung. Für wen filmst du? Für dich. Weil die Kosten so exorbitant waren. Ne? Und dann haben sie gesagt, ja, nun haben wir es einmal da, nun müssen wir es weiter nutzen. Und jetzt ist es eigentlich, jetzt sind sie froh, dass er es gemacht hat.
Augenschmaus war die Halb-0M-Anlage Modellbahnhof Kletsch von Willi Rutz. Wenn es klappt, bekommt die Anlage einen festen Platz im Museum der Furka Dampfbahn Blauhaus Kletsch, in dem auch die vielen Freiwilligen des Vereins während der Arbeitseinsätze an der Strecke ein Quartier bekamen. Ja, 40 Bar, 40 Bar.